man Sie damals, als Sie Rechtsanwalt waren, angesprochen, wie Sie sich vor Gericht in der einen oder anderen Sache verhalten sollten? Ich hatte Ihnen gesagt, dass ich für einen Kollegen, der jetzt und damals Richter wurde, eingesprungen ist, weil mein damaliger Sozius gesagt hat, es wäre eine Schande, wenn ich bei meinen juristischen Kenntnissen nicht als Anwalt aktiv tätig würde. Ja, aber als Sie Rechtsanwalt waren und Ihre Mandanten verteidigt hatten, gab es da zum Beispiel so Anrufe, wo man gesagt hat, Sie müssten vielleicht einen Antrag so formulieren oder vielleicht besser gar nicht stellen? Irgendwelche Verleitungsversuche? Ja. Wissen Sie, da sind Sie bei dem Thema zum Beispiel Kohl. Die Spendenaffäre Kohl. Da gibt es Deals zwischen den Verteidigern und den Staatsanwälten. Es war damals gegen 300.000 Euro eingestellt, das Verfahren. Es war ein Deal. Und wer Deals nicht mitmacht, ist auch nicht so gerne gesehen. Weil das wieder was mit Gruppendynamik zu tun hat. Wir kommen immer zum gleichen Kern. Gruppendynamik ist menschliches Verhalten. Gruppendynamik hat wieder was mit Systemtheorie, Luhmann zu tun, mit Chaostheorie, Vorurteilsbeseitigung. Und das ist ein Bereich, der sehr diffizil ist. Was sagen Sie denn zu dem Bericht von Herrn Frank Fasel? Fasel hat es auf den Punkt gebracht. Hat es richtig formuliert? Vielleicht nicht so in der Gesamtschau, wie ich mir das gewünscht hätte, weil er nicht differenziert. Es sind nicht alle schlecht, aber, und jetzt kommen Sie wieder zum soziologischen Argument, überlegen Sie sich, warum wird jemand Staatsanwalt, warum wird jemand Richter aus seiner soziologischen Struktur heraus? Das ist die Kernfrage. Und da stellen Sie fest, dass nicht die Liebe zur Gerechtigkeit oft zum Amt führt, sondern die Überlegung, kann ich Macht ausüben? Und wie kann ich es erreichen, dass ich ein gesichertes Einkommen habe, ohne dass mir jemand dazwischen geht oder ohne dass mich jemand kritisiert? Und insofern haben Sie schon eine bestimmte Gruppe jetzt, die überhaupt in den Bereich geht. Viele sagen, wer sich in den Staatsbereich gibt, der scheut die Konkurrenz. Juristen und Volljuristen, die gut ausgebildet sind, die scheuen die Konkurrenz nicht. Die gehen in die freie Wirtschaft, weil sie wissen, dass sie ihre Leistung bringen und die auch von der Bevölkerung anerkannt wird. Aber diese Anerkennung in dem Beamtenbereich, Richterschaft und Staatsanwaltschaft, der entziehe ich mich ja gerade.